Servus Leute, was geht? Mein Name ist Eric und aka Marcel. Willkommen bei diesem neuen Tutorial-Video. Hier zeige ich euch, wie ihr euch Optifine für alle Versionen installieren könnt. Erstens, wir gehen auf die optifine.net/download-Seite. Dann kommen wir auf so eine schöne, schlichtgehaltene Seite. Hier, geht auf Downloads. Wenn ihr auf der Homeseite gelandet seid, ohne das, kommt ihr auf die Homeseite. Halt was die Features sind und alles, könnt ihr euch alles selber durchlesen. Download könnt ihr für alle Versionen bis zur 1.0.0 Version downloaden. So, ihr braucht aber die 1.7.0, gehen auf Download, kommen auf so eine Seite von adf.ly. Hier werden kurz weitergeleitet. Hoffentlich geht es jetzt nicht an. So, dann gehen wir auf Werbung überspringen. So, dann kommen wir hier auf die Seite. Legen wir hier auf drauf. Genau auf das draufklicken bitte. Nicht auf sowas. Dann kommt ihr wieder auf solche Seiten, die keiner braucht. Dann kommt unten hier so eine Message. Behalten oder wegwerfen. Die wollen sich behalten, weil wir uns natürlich schon lohnen. Hier drauf. So. Dann gehen wir hier drauf, wenn ihr Google Chrome habt. Auf so ein Download-Dings. Und bei manchen habe ich gelesen, bei meinem anderen Tutorial, die haben keinen Download-Ordner. Ihr geht auf Computer, halt PC, dann auf Download, und da habt ihr den schon. Wir ziehen das jetzt raus, machen es wieder zu, machen Doppelklick drauf, weil das eine Char-X ist. Weil ja. Optifine HTA4 vor Minecraft 1.7.10 installieren. Wenn ihr drauf klickt, wird installiert. Optifine ist schon installiert. Optifine wurde erfolgreich installiert. Jetzt gehen wir wieder hier drauf auf Minecraft, da kann man das schon wieder löschen. So, das dauert natürlich ein bisschen was, weil Aufnahmeeffekt und so. Wieder weiß. Jo. Ja, das sind gerade, ich bin gerade aufgestanden und kleine Video für euch rausgekommen. Genau. So, gehen hier drauf, weil ich bin ja schon angemeldet, mein User-Account. Geht ihr auf Edit Profile. Natürlich hier schon, das ist ja gar nicht mein Profilname. Ja, keine Sorge. Wir gehen hier drauf, auf euren Namen. Mein natürlich XR Basic. Dann geht ihr auf hier unten User-Version. Wenn ihr jetzt die Version habt, sucht euren Optifine, einfach ein bisschen scrollen hier. Ah, hier Optifine, oh, braucht man natürlich. So, wie ich habe sogar noch wieder 1.6.4 drin und alles. Und ja. Das brauche ich natürlich für eine Adventure Map, die schon auf meinem Kanal läuft. So, wir gehen hier drauf, auf Save Profile, drücken auf Play. Manchmal kann passieren, dass dann Minecraft, der Launcher dann euch wieder raushaut, auf eure Login-Dateien. Aber keine Sorgen, es passiert, ist nichts Schlimmes, einfach nur OK drücken und fertig. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns gleich. So Leute, jetzt sehen wir uns wieder in-game wieder in Minecraft. So, hier, wenn ihr Steuerung STRG macht, könnt ihr zoomen. Das ist überhaupt der Optifine mehr. Beste am Optifine, ihr könnt zoomen. Mit das Beste. Ich stelle das übelst weit weg. Dann gucken, was ist denn das? Okay, cool, das brauchen wir und so. Jetzt gehen wir erstmal auf die Beste, ist immer noch die Video Option brauchen wir. Geht auf Option, Video, Settings. So, Video, what the fuck. Viel Zeug, ja, ich weiß. Ihr geht auf Fancy, das kann auch fast machen, ja. Also ein bisschen genau, ja. Fancy ist halt ein bisschen. Ja. Hier ist das auch selber drauf, wenn er drauf bleibt, lower Qualität fast und so. Hat ein bisschen viel Qualität Wasser und so. Hier auch Sichtweite. Extrem. Ja, es generiert meine Welt nicht. Wir gehen mal kurz wieder hoch. Ich würde zeigen, ja, durch was sieht halt nichts. Das ist ja auch der Plan. ja. Ist ja professionell, dass ich drunter gefallen bin. Sehr professionell. What the fuck? Ja, bei extrem kann nur guter PC. Ich habe halt nicht so einen guten Daumen. Mach ich gleich wieder runter. Ihr könnt ein bisschen zoomen. Zoom. Ah, passt.
Warum hast du gerade Schaden bekommen? Oh ja, so, wir machen kurz wieder. Lass weg. Abdefine hier. Ich muss wieder auf meinen. Mal. Normal 8. So. Wir können ja Brightness Einheit, Hell Dunkel diesmal auch in Prozent anzahlen. Ihr könnt natürlich wieder eure GUI-Site halt. Dann, das ist das Licht, Light Level. Animationen des Teils müsst ihr dann ihr auch selber entscheiden, wie euer PC ist. Ihr könnt auch Ultimate. Ich würde immer auf Synchronisieren lassen, weil dann macht er das automatisch. Und ihr habt Connection Textures. Das heißt, ihr habt, ich kann sagen, nicht solche Umrandungen, sondern sie sind konstant, halt nicht so, sondern so schön rund, so perfekt gehalten halt. Okay, ich werde mir nur noch sagen,